Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu City Skylines, dem Endspurt. Wir bauen heute ein neues Wunder. Jetzt kann ich es auf einmal alle bauen hier. Und zwar unseren Hadron Collider. Auch wenn, der habe ich echt Sorgen, dass der uns Ärger macht. Wir bauen mal das Eden Project. Wenn ich das richtig verstanden habe, zählt das für nur den kleinen Bereich, wo jetzt hier das Ganze geboostet wird. Deswegen baue ich den mal hier hin, wo er quasi noch benötigt wird. Bäm! Ich glaube nämlich nicht, dass das Verschmutzung auf der ganzen Map deaktiviert. Das wäre zu krass. Sondern ich glaube eher nur in dem Bereich. Und es gibt eben den Grundstückswert. Aber wir können ja einfach mal gucken. Ich habe ja hier oben theoretisch Luftverschmutzung oder Verschmutzung und die habe ich auch noch. Okay, also die Verschmutzung wird dadurch nicht bekämpft. Es ist leider also nicht so schade oder nicht so schön, wie ich mir das dachte. Es sind keine Weltwunder im solchen Sinne, die die komplette Map irgendwie erreichen und das ganze System ein bisschen aushebeln, um halt ein Endgame zu erzeugen. Sondern es sind eben einfach Weltwunder, die in der Region, wo sie gebaut wurden, was bringen. Und sie sehen halt auch echt cool aus. Wow. Ach halt, wir hatten ja gesagt, ich nehme jedes Mal einen neuen Filter. Boreal gibt's jetzt. Riesige hängende Gärten, irgendwelcher Belüftung, geben bestimmt schönen Sauerstoff. Und naja, von daher muss ich jetzt hier auch ein bisschen umplanen, gucken, dass halt die Kohle reicht, weil ich eben nicht, wie gedacht, jetzt hier großartig Geld sparen kann oder Umweltverschmutzung sparen kann oder wie auch immer. Ziehen mal hier in die großen Wohnviertel rein. Suchen uns mal eine ganz lange Straße, die man quasi mal. Ich denke, die hier ist fast die längste, die man mal so gehen kann. Gehen wir mal durch unsere Wohn- und Geschäftsgebiete. Hier ein paar Hamburgerläden. Den Berg hinauf. Überall die Sirenen. Auch eine sehr geschäftige Stadt. Und ihr seht, ich habe das ausgemacht. Die Simulation ist sofort wieder kaputt. Keine Ahnung, ob ich daran schuld bin oder die Mods. Ist jetzt auch egal. Pop Shop. Pop Soda. Ich dachte schon, was? FSK 18 Let's Play draus machen hier. Aber nee, Gott sei Dank nicht. Muss ich nicht. So, ich nehme jetzt aber mal ganz ehrlich gesagt den Sound vom Spiel noch ein bisschen runter. Ah, mir gehen nämlich die Sirenen gerade furchtbar auf die Eier. Hier ein kleiner japanischer Garten. Wassertextur ist jetzt ein bisschen schäbig, aber egal. Wow. Staus gibt es doch noch überall. Ich folge jetzt hier einfach mal so einer Straße und guck, wo wir rauskommen. In unserem kleinen Vorort kommen wir raus. Hier mit Solarpanels auf dem Dach. Bestimmt Level 3 das Gebäude. Ja, Level 3. Ah, hier Level. Maximale Villa. Wunderschön. Ah, die ist aber auch hübsch. Also was die Models angeht, haben sie echt nachgeliefert. Im Gegensatz zum Original. Da mache ich schön viele neue Models, auch wenn ich jetzt gerade zweimal das gleiche nebeneinander hatte. Aber ich denke, das passiert einfach. Oh, hier auch sehr schön. Betrachten wir mal so ein bisschen die Schönheit. Oh, da hinten mit dem wunderschönen Bürogebäude. Da machen wir uns einfach mal hin. Schön altbacken hier links. Sieht fast russisch aus, was hier drauf steht. Unter der Brücke durch. Hier durch die Schlippe. Ich kann ja eigentlich mal den Kameramodus so lange, wie ich das mache. Dass die sich auch ein bisschen besser bewegen. Und ich dachte mir, okay, machen wir mal so ein paar Kamerafahrten durch ein paar Gassen. Französische Fahne hier. Durch ein paar Hinterhöfe. Während wir einfach das Let's Play quasi ein bisschen ausklingen lassen. Uns an unseren Wundern ergötzen und auch mal ein bisschen dazu kommen, die Stadt zu sehen. Was bist du? Ah, ich kann nicht. Ah, das ist wieder das medizinische Zentrum. Da sind wir also wieder hier angelangt. Muss kurz gucken, dass ich jetzt nicht wieder in dieselbe Richtung zurückgehe. Nee. Schlender mal durchs Industrieviertel da hinten. Die Folgen wären jetzt auch deutlich kürzer. Es wären halt echt so die Endfolgen, die Wunderfolgen. Denke ich, werden alle so 10 Minuten werden. Gibt es hier nicht mehr viel zu sehen in diesem Spiel. Mal durch den Tunnel.
Ja, das wäre halt auch noch cool, wenn du so eine Art Fahrtmodus hättest. Müllfabriken vorbei. Parks ab in unsere ländliche Gegend mit Farm und direkt geht's los. Eine recht bescheidenen Getreidetextur. Wir bauen auch alle Getreide an und Kühe und Schweine. Hätte man auch größere Orte machen können. Umbenennen kann man die irgendwo. Achso, ich bin gerade in diesem. Ich kann die tatsächlich umbenennen. Nicht, dass das jetzt wirklich ein sinnvolles Feature wäre. Überall LKWs mit Anhängern, Traktoren. Übrigens echt fix unterwegs sind dafür, dass es Traktoren sind. Und naja. Gehen wir hier auch noch ein bisschen durch. Ach, was soll's, Leute. Ich glaube, ich kann schon wieder das nächste bauen. Ja, nee, noch nicht. Ich werde jetzt hier nicht für jedes Wunder eine Folge bringen. Das wird ja affig. Die 800.000, das kann ich gleich bauen. Mache ich jetzt hier noch eine Folge und dann für die letzten beiden noch eine Folge. Und dann ist Gott. Der Hadron Collider. Achso, der bildet meine ganze City. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber schauen wir mal. Ah, der. Achso, der bildet quasi auch nur einen Bereich. Das heißt, wenn ich den so hier baue, ist das da unten nach wie vor ungebildet. Also hier so dazwischen kriegen würde. Hier so irgendwo hin. Ja, hier so. Sehr gut, dann würde das immer noch nicht bis darunter in unser ungebildetes in unseren ungebildeten Bereich reichen. Ja. Bildet sich um Bildungsbedürfnisse. Wahrscheinlich ersetzt das Universitäten oder sowas. Schauen wir uns den auch noch an. Neues Wunder, neuer Filter. Das auf jeden Fall. Tropisch. Leichter Gelbfilter jetzt drüber. Schönes Ding. Mitten in die Stadt gebaut, kenne ich nix. Ah, jetzt sind wir gerade wieder an der Totenwelle. Alles ist wieder tot. Kennt man. Gewöhnt man sich dran. Ja, es hat alles. Eine deutsche Fahne. Eine englische Fahne. Großbritannien, Italien, Frankreich, Spanien. Multikulturell, aber eben halt auch europäisch. Das ist der europäische Baustil. Ja, leichter Gelbstich drüber. Und so richtig Kohle spart man eben dann durch den Bau dieser Wunder auch nicht. Was ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade finde. Ich dachte jetzt, man kann hier mega. Achso, das ist die Uni, ja. Ja. Man kann jetzt hier sparen. Wie seinerzeit in SimCity, wo die Weltwunder ja tatsächlich richtig was gebracht haben, die du da auf der Map bauen konntest. Da merkt man halt immer wieder mehr und mehr. SimCity hat ja echt coole Ansätze. Ich denke aber nicht, dass es nochmal ein neues SimCity geben wird. Dafür ist das alte zu schlecht gelaufen. Und rein marktwirtschaftlich wäre es für die Firma EA einfach unlogisch, jetzt nochmal was zu bringen. Wir lassen uns einfach mal von so einem Auto umherkutschieren. So seht ihr ein bisschen was. Boah, ich gehe mal ein bisschen weiter raus, sonst. So. Also der geht automatisch so weit rein. Ja, dann müssen wir mit dem bisschen View-Bobbing jetzt hier leben. Also ich denke, es ist nicht nachts oder anzudenken, dass da nochmal ein neues SimCity kommt. Das alte lief einfach zu schlecht. Es hatte coole Ideen, also gerade mit dieser großen Weltkarte, auf der man wie eine Art Wunder bauen konnte. Der hat übrigens gerade sehr, sehr schön die Spuren gewechselt. Ja, das ist voll der Spurenspringer. Der springt jedes Mal eine andere Spur. The fuck? Der springt immer wieder. Eins, zwei, drei. Jetzt wieder nach außen. Jetzt wieder in die Mitte. Naja, da sehen wir schon. Fragwürdige Simulation hier. Ey, der macht ja weit rein mit dem Müllauto. Oh, jetzt hält er hier einfach an. Dann halten wir hier wohl auch an. Ob ich mir auch so ein Flugzeug schnappen kann? Okay, von so einem Flugzeug haben wir nicht lange was.
Die stehen alle. Hier, du bist jetzt dran. Ja, ich denke nicht, dass da nochmal was kommen wird. Diese komischen Geräusche im Hintergrund sind übrigens irgendwelche Update-Geräusche. Ich weiß auch nicht, warum ihr die ganze Zeit irgendwas updatet. Die scheinen irgendwie auf einmal alle sehr, sehr happy zu sein. Was mir nur recht sein soll. Toll, jetzt seid ihr hier mal fertig. Okay, ich sehe schon, dass mit dem Wagen auf lange Sicht nicht so cool. Bleiben wir doch mal auf unserer Tourismusmetropole. Ja, müssen wir also gucken, was jetzt hier City Skylines draus macht. Ob da nochmal irgendwie coole Weltwunder kommen oder auch gerade so. Kommt vielleicht City Skylines 2 mit Multiplayer? Sehen wir mal wieder irgendwie sowas wie Wunder wie in SimCity, die man gemeinsam bauen konnte. Was ja ganz cool war. Das alles sind Fragen über Fragen. Ich sammle schon da fleißig Kohle hier, sehe ich übrigens gerade für die nächsten beiden Wunder. Was brauche ich denn da? 2,5 Millionen. Naja, brauche ich auch einiges an Kohle. Und ja. Gibt's jetzt eigentlich auch schon wieder nichts mehr zu sagen, ey? 11, 12 Minuten gerade mal. Wir gucken mal noch. Wir checken mal noch ein bisschen unsere Services. Also Strom habe ich noch. Wasser habe ich noch. Müll sieht gut aus. Auch überall gebaut. Auch die Recycling Center haben mir riesig geholfen. Gute Mod. Brandgefahr. Ist überall mehr oder minder hoch. Gerade hier hinten. Sollte doch nochmal über eine Feuerwache nachgedacht werden. Nein, nicht sogar über zwei Feuerwachen. Hier unten noch eine. So. Denn wie gesagt, das Städtchen wird ja nicht gelöscht. Das ist nicht weg. Vielleicht machen wir mal weiter. Vielleicht gibt mir ein paar sinnvolle Ideen, was ich noch bauen könnte, was ich noch verbessern könnte. Und dann gucke ich, ob ich das eingestreut kriege. Aber da will ich halt gar keine Versprechen geben. Ich sage nur, es wäre möglich. Ich halte mir das offen. Hier auch definitiv zurückzukehren, sobald es hier irgendwelche Add-ons oder sonst was gibt. Und das Spiel hat Potenzial, also viel Potenzial. Das After Dark war jetzt ganz cool mit dem Tag-Nacht-Zyklus, ein paar neue Gebäude. Den Tunnelbau hatten sie kostenfrei reingepatcht. Das mit dem Gefängnis war eine coole Idee. Es war ja auch völlig akzeptabler Preis. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das gekostet hatte. Ich glaube, ich hatte es am Anfang vom Let's Play gesagt. So, Müll sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Gesundheit und Deathcare. Ist eigentlich genug da. Nur aus irgendwelchen Gründen schaffen sie es halt einfach nicht weg. Bildung will ich da unten gar nicht erst haben. Das schaffen wir eh nicht. 600 städtische Dienstgebäude. Hier haben wir alle. Gut. Ich bin dann hier auch am Ende mit dieser Folge. Bisschen kürzer als sonst, aber nur 2-3 Minuten. War schön, dass ihr bis hier dabei wart. Und wenn ihr irgendwie mittendrin reingekommen seid, verfolgt einfach, wie die Stadt gewachsen ist, wie die Stadt entstanden ist. Was wir für Probleme hatten. Auch doch alles sehr hügelig. Sieht eigentlich ganz cool aus, die Stadt, muss man schon sagen. Und wie sich die Stadt entwickelt hat, das macht City Skylines aus. Stadtbau, Stadtentwicklung und am Ende halt als Krönung diese 2-3 Wunder. Die einem einfach auch zeigen, das habe ich geschafft, das habe ich gemacht und die dann wieder Platz machen. Die einen dann auch freuen für andere Projekte. Wir sehen uns morgen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.